Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Subnautica. So, also mittlerweile gibt es hier und hier wirklich alle Pflanzen. Und also wer jetzt gerade noch gucken, was selber noch machen will, der ist ja selber schuld. Sag ich mal so. Dann weiß er es halt. So, und wir gucken mal, was wir brauchen an Pflanzen für das Heilmittel. Aber das ist schön, dann spare ich mir sogar einen Weg, sage ich mal. Dann spare ich mir sogar einen Weg. Augenstängel, Pilzprobe, Geisterkrautsamen, Lampenbuschprobe und Seekronensamen. So. Höhlenbusch, Wickelpapyrus. Dann können wir mal eben einscannen, nur dass wir den Proforma haben. Oh, hier gibt es was zu essen sonst noch. Geisterhände, sehr schön. Die brauchen wir. Diese Pflanze wächst fast ausschließlich in tiefen Gewässern, wo sich seine handähnlichen Blätter entwickelt haben, um Sedimente aus der Umgebung zu filtern. Sie ist wahrscheinlich abhängig von den Ausscheidungen der Tiere, die das Wasser weiter oben um sie herum bevölkern. Da nehmen wir uns jetzt erstmal einen mit hier. Geisterhände-Samen. Die brauchen wir doch, oder? Datenbank. Nein. Baupläne. Geisterkrautsamen. Das wird es aber sein. So. Dann diese Pflanze hier. Das ist die allerseltenste Pflanze, die es gibt. Die gibt es hier unten anscheinend inflationär. Ich weiß, jetzt sage ich es doch, aber ist ja wohl klar, dass ich diese Folge mache. Die gibt es halt sehr selten. Ihr habt die bei mir in der Basis schon gesehen. Ihr könnt euch ja selber überlegen, wenn ihr das machen wollt, ob ihr die jetzt hier unten mitnehmen wollt oder ob ihr euch den Spaß machen wollt und an eurer Stelle würde ich das. Ich habe die jetzt in der Basis schon, deshalb kann ich die auch hier mitnehmen. Aber ansonsten, man kann natürlich auch für sich sagen, okay, pass auf, ich versuche die mal in freier Wildbahn zu finden, statt nur hier unten. Das wäre ja etwas, was man theoretisch machen könnte. Damals hatte man noch die Rote Wiege gebraucht. Dann haben sie das Rezept mal geändert. Das ist nämlich die Rote Wiege hier. Eine komplexe, höhenansässige Pflanzenart. Der leuchtend gelbe Kern ist von einem stabilen Käfig umgeben, der vermutlich der Abwehr mittelgroßer Fressfeinde gilt. Ich bin mal gespannt, ob ich den Rest jetzt hier unten auch noch finde oder nicht. Eigentlich sollte es hier unten alles geben. Hey, du. Aber da seht ihr die ganzen Seekronen. Aber es ist so schön, weil das sind, wie gesagt, die letzten ihrer Art. Und ich finde es schön, dass es hier unten mehr davon gibt. Das ist ein gutes Gefühl. Aber so Pilzspuren sehe ich hier gar nicht. Und Augenstängel sehe ich hier auch gerade gar nicht. Ich sehe hier gerade gar keine Augenstängel. Vielleicht muss man sich doch noch oben welche holen. Aber ich glaube, man hat generell mehr Spaß daran, wenn man sagt, okay, ich suche mir diese Seekronen in freier Wildbahn. Das könnte ich mir vorstellen, dass man daran etwas mehr Spaß hat. Vermisst du auch die alten kostenintensiven Baupläne? Ja, wir hätten viele Sachen gerne etwas teurer machen können. Da hätte ich kein Problem mit gehabt. Oh, was ist das denn eigentlich für... Was haben wir denn? Das ist gar nichts hier. Okay, alles klar. Ja gut, vielleicht sind die Augenstängel ja auch hier. Das kann ja durchaus sein. Mal gucken. Pilzspuren kriegt man auch aber nur von den großen Pilzen, oder? Hier sehe ich gar keinen großen Pilz wachsen. Lass mal gucken. Wie gesagt, mir haben so viele Leute geschrieben, du kriegst alle Pflanzen hier. Also damals schon. Wobei das... Also ich bin relativ sicher, dass es zu dem Zeitpunkt, wo ich schon mal hier war, dass es da noch nicht zugetroffen hat. Was bist du denn? Dich kenne ich aber auch nicht. Naja, also vielleicht ist hier ein Augenstängel zu sehen. Ich könnte sie mir wahrscheinlich schneller oben holen, in der Basis. Aber jetzt... Wie gesagt, wir wollen es einmal so machen.
Seht ihr die irgendwo? Die Augenstängel. Welcome aboard, Captain. Fuffel! So langsam füllt sie das Cappuccino-Glas. Ja, das stimmt. Dankeschön. Dankeschön für den 6. Monat. Danke. So langsam, da muss auch demnächst irgendwann mal Sahne rauf. Auf dem Cappuccino. Oder ein Kakao mit Sahne. So langsam glaube ich ja nicht mehr daran, dass es hier Augenstänge gibt. Weil die sind eigentlich sehr auffällig. Und Pilze sehe ich hier auch nicht. Oder haben die sich hier oben versteckt irgendwo? Ich möchte jetzt einfach nur mal aus Prinzip gucken, ob es möglich ist, das doch alles hier zu besorgen. Ich meine, ich habe es ja nicht grundlos geschrieben. Ach, guck mal, hier in der Öffentlichkeit, hier oben. Das, du wächst aber ganz untypisch hier. Normalerweise versteckst du dich eigentlich immer in Höhlen. So, okay. Die sind echt schwierig zu finden sonst, die Viecher. Das Schöne ist, dass diese seltene Pflanze eben halt, gut, außer dass sie die jetzt hier hingesetzt haben, das verstehe ich auch nicht, warum sie die jetzt hier alle reingesetzt haben. Ich jetzt, ja, ich meine, gut, wenn man es einfach haben möchte, macht man es so. Obwohl, gut, wie gesagt, viele gucken sich ja gar nicht um, ne? Die, das kriegt man ja auch nur mit, wenn man sich mal ein bisschen umguckt. Sonst kriegt man das ja gar nicht mit. Wir gehen mal hier runter. Hier wird es aber echt eng gerade. Aber wenn sie nett sind, haben sie hier vielleicht irgendwelche reingesetzt. Oh, hier, von euch nehme ich doch noch welche mit. Komm her. Komm. Aber wir scannen dich erstmal. Jetzt zappel hier nicht so rum. Komm her. Nächster. Muss ich dir jetzt ins Stase legen? Lass das. Oculus. Diese Tierart teilt genetische Eigenschaften mit den gewöhnlichen Glubscher. Während die Untiefen und das Höhlensystem nur durch wenige Meter Felsgestein voneinander getrennt sind, sind Nahrungsquellen und Bedrohungen in jedem Biom völlig anders. Es ist möglich, dass ein kleiner Schwarm Glubscher einmal in den Höhlen angeschlossen wurde und die Oculus-Art das Ergebnis ihrer Anpassung ist. Hochentwickelte Nachtsicht. Ihre große, komplexe Augen bieten diesen Pflanzenfresser eine überlegene Nachtsicht und eine ausgeprägte Lichtphobie. Zweitens, fehlender Schnabel, im Gegensatz zu dem anderen. Tatsache. Der Glubscher benutzt seinen Schnabel zum Abweiden von harten Korallen, aber der Oculus ernährt sich wahrscheinlich von den weichen Pilzgewächsen in den Quallenpilzhöhlen, daher braucht er keinen. Drittens, geteilte Schwanzflosse. Stimmt. Die Höhlen, die der Oculus bewohnt, machen eine Flucht vor schnellen Räubern schwierig. Der Oculus hat seine Schwanzflosse in 5 getrennte Anhängsel umgewandelt. Mit ihnen kann er zwar nicht so schnell schwimmen wie sein Verwandter in den Untiefen, aber jedes kann abbrechen und nachwachsen, was ihm die Flucht erleichtert, wenn er gefangen wurde. Beurteilung essbar. Nein, ich möchte da nicht rein. Ich hoffe, ich komme hier überhaupt wieder raus. Und dann schwimmen wir mal zu Fuß durch, das ist besser. Weil irgendwie, da ist man hinter dem doch zu dick für, glaube ich. Machen wir das mal eben so. Und vielleicht ein Foto hiervon machen, irgendwie. Ich glaube, könnte man mal eben machen, ne? Also für mich sieht das jetzt nicht so aus, als würde ich hier alle Pflanzen kriegen. Nach wie vor nicht. Wir hauen hier mal ein bisschen lustlos mit dem Messer drauf. Da kommt nichts bei raus. Blaupalme. Du bist ja auch kein Pilz, da kann ich dich lange schlagen. Also für mich sieht das nicht so aus, als würde ich hier alles finden. Auch keine, vor allen Dingen keine Augenpilze.
keine Augen. Was? Wie heißen die noch? Ach, ihr wisst, was ich meine. Nee, ist hier nicht. Ja, dann lass uns doch nach draußen gehen und da welche holen. Dann machen wir das so. Sonst hätte ich jetzt... Oder habt ihr welche gesehen? Meine Frage an den Chat. Habt ihr die Augenpflanze gesehen hier? Oder einen Pilzengroßen? Weil die beiden Sachen würden mir noch fehlen. Wenn das praktisch wäre gewesen, ich hätte sie sonst direkt in der Cyclops eben die bauen können, wären wir direkt zurückgekommen und dann wäre gut gewesen. Schau nochmal genau, die Augenringe hatte ich vorhin schon mal gesehen, nur halt klein, so wie die Pflanze eben. Die ist normalerweise auch größer. Okay. Aber wo soll ich denn Pilzsporen hierher kriegen? Dafür bräuchte ich ja Pilz. 1205, ja. Meine Frameblocks sind hochgegangen. Von 460 auf 1205. Das heißt, 800 Frameblocks entspricht dann ja ungefähr 22 Sekunden. Ausgabe, Video, Streamen. Ich stelle es mal auf Very Fast um gerade. Ich hoffe, dass sie jetzt aufhören. Was ich nicht verstehe, dass diese Framedrops, die sind nicht kontinuierlich, ne? Die sind nur ganz vereinzelt. Das ist etwas, was ich nicht verstehe. Wenn die kontinuierlich werden, könnte ich das ja verstehen. Aber die sind wirklich immer nur vereinzelt. Ja, nee, können wir jetzt nicht. Nur kleiner. Ja, viel größer ist die Pflanze, glaube ich, sonst auch nicht. Nee, ach komm, lass uns rausgehen. Also ich finde sie hier gerade einfach wirklich nicht. Ich finde die Sachen hier einfach nicht. Also da bin ich draußen unter Umständen ja sogar schneller, als wenn ich jetzt hier noch zwei Folgen rumschwimme. Das meine ich halt damit. Ja. Wäre praktisch gewesen, hätten wir uns, na gut, eine lange Rückfahrt gespart, will ich jetzt nicht sagen, weil Rückfahrt haben wir sowieso. Ja, die Meereskrone kommt hier an jeder Ecke vor. Aber normalerweise ist die sehr, 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 sehr selten. Der Piet Glocke von Twitch. 9 Sätze angefangen, 2 davon annähernd beendet. I love you. Echt? Ist das so schlimm bei mir gerade? Ich habe 9 Sätze angefangen und habe nur 2 davon beendet? Leitung doof? Ne, meine Leitung hat ja jetzt eigentlich nicht so viel auszuhalten irgendwie. Jetzt nur eine Zeitkapsel für mit dem Stream. Ja, oder so. Also komm, wir gehen dann jetzt zurück. Zum Schiff. Das ist so geil, wenn das hier alles aufgeht. Dann fahren wir zurück und holen uns da die Enzyme. Nein, wäre schlimmer. Alles klar. Ich muss auch langsam mal was trinken hier. Komplett an vorbeigesprungen. Sag mal! Geht hier nichts mehr oder was? Welcome aboard, Captain.
So, passt. Dann können wir die anderen Dinger eben wieder reindrücken und ja, wie gesagt, hat nicht funktioniert. Mir hätte ja noch eine Pflanze gefehlt, sehe ich gerade. Das wäre also nicht die einzige gewesen, die mir da gefehlt hätte. Ja gut, dann, wie gesagt, machen wir das so. Mit dem großen Schiff müssen wir ja nicht nochmal wieder runterfahren. Das können wir uns dann ja sparen, weil wir haben jetzt das Portal. Das würde ich dann natürlich auch nutzen. Ne? Das können wir dann auf alle Fälle machen. Das heißt, wir können den Rest mit der Motte erledigen. Das finde ich gut. So, jetzt... Ja, das stimmt, da war ja was. Vital signs stabilizing. So, lassen wir die an. Also ich werde den gefährlichen Weg jetzt noch in der Folge drin lassen. Und den gefährlichen Weg werde ich jetzt noch in der Folge drin lassen. Und sonst werde ich vielleicht den Rückweg rausschneiden. Ich muss gucken. Keine Ahnung. Wir sind ja bei 15 Minuten schon. Keine Ahnung, ob sich das überhaupt lohnt, dann in die Folge vielleicht noch irgendwas anderes reinzubringen. Wo ist er denn eigentlich? Sag mal, wo geht's denn da hinten hin? Wahrscheinlich ist da nichts. Und das lädt nur. Danach. Könnte ich mir vorstellen. Ja, und da war es auch schon. Verdammt, jetzt haben wir ihn geweckt. Das sah so aus, als würde es da durchgehen. Da geht's aber nicht durch. Das würde mich aber auch überraschen. Aber wir können ja mal eben kurz gucken. Wir haben hier eine Karte. Nee, da wird es nicht durchgehen. Oh Gott, da kommt er aus der Wand. Schilder machen direkt. Komm, gib mir ein schönes Foto. Foto! Oh, ey, wenn Steam so hängt, ne, dass du nicht mal mehr eine Aufnahme machen kannst, das ist ja ärgerlich. Okay, Schild an. Ich habe hier F12 gehämmert, nichts passiert, ne? Aber wir haben keine Framedrops gehabt zu dem Zeitpunkt. Geh weg da. Oh, hör auf! Ich bin kein Jojo. Lass das. Okay, Täuschkörper ausgesetzt. Mehr kann man nicht machen. Der ist jetzt auch nicht mehr hinter mir hinterher. Das zieht gerade richtig Strom hier, ne? So, aber da kommt er nicht mehr hinterher. Dann können wir Silent Running ausmachen und Schild auch wegmachen. Das wird schon gehen. Schade. Mal gucken, ob ich da mein Gesicht irgendwie rausretuschieren kann. Das versaut mir das ganze Thumbnail. So. Finde ich aber gut, dass sie da unten reingesetzt haben. Aber der Schild frisst richtig Strom. Also ich bin mir ziemlich sicher, die normalen Akkus haben ja 200, glaube ich, Energie. Und die besseren haben ja 1000. Wenn ich die nicht hätte, die anderen wären auch jetzt schon leer. Die anderen wären jetzt schon leer. Aua, ich hoffe, dass er seinen Bruder jetzt nicht gerufen hat. So, wo müssen wir überhaupt hin? Ich glaube, die Richtung. Oh, ich mache mich mal eben leiser. Ich hoffe, der bemerkt mich nicht. Da muss aber blind sein. Wir schmeißen noch einen Täuschkörper raus. Das kann nicht schaden. Ich glaube, wir müssen da lang. Bin mir nicht so ganz sicher. Es könnte auch sein, dass wir viel weiter links müssen. Du hörst auf, dich dann an dir festzusaugen. Euch nehme ich auch nicht mehr mit. Ich habe genug von euch zu Hause. Autsch. So, irgendwo muss es doch hier mal dann rechts reingehen. Ne? Wir machen mal Kamera an.
Ja, die Basis ist über mir. Ich könnte auf die Map gucken. Und uns fast in unser Amt. Dein Gesicht versorgt das Foto, hoffe, du meinst jetzt nur hier und nicht generell bei Fotos. Ich gucke in Fotos mal irgendwie ganz komisch. Ich weiß nicht. Das habe ich festgestellt. Jetzt cheat ich doch mal ein bisschen mit der Map. Ja, aber ich hatte den richtigen Weg schon eingeschlagen. Also ich wäre jetzt auch wahrscheinlich dahin weitergefahren. Kann jetzt ja jeder sagen, ich weiß. Aber das war schon der richtige Weg, den ich eingeschlagen habe. Da war das gar nicht so falsch, was ich hier gemacht habe. Und hier jetzt rechts rein, denke ich mir. Maschine überhitzt. Ja, in dieser Umgebung wundert mich das gar nicht. So, ich werde hier jetzt mal eben schneiden. Und auf dem Rückweg dürfte ja nichts Großartiges passieren. Oder schneide ich nicht? Ich weiß es nicht. Schneide ich das jetzt oder schneide ich es nicht? Sonar könnte helfen. Stimmt. Aber Sonar kostet auch richtig Strom, ne? Aber sieht toll aus, so ein Sonar. Wer war denn da jetzt so aggro eben? Ach, der Warper. Ah, ich schneide es mal nicht. Also das ist so der Augenblick, wo man halt nicht genau weiß, was soll man jetzt machen? Soll ich das schneiden oder soll ich nicht schneiden? Ein paar von euch werden dann schreiben, och, ich hätte mir auch den Rückweg angeguckt. Ein paar von euch werden sich sagen, oh komm, den Rückweg hätte er sich jetzt sparen können gerade. Muss ich nach rechts? Echt? Ich wusste jetzt gar nicht, dass ich echt eine Kurve fahren muss. Naja, okay, gut. Ich meine, wenn irgendwas Interessantes passieren würde, würde ich es dann ja vielleicht auch ordentlich schneiden. Das einzige Interessante, was da ja noch theoretisch passieren kann, ist... Wie war das? Ich bin ein lebendes Navi, genau. Es surft gleich über... Ja, genau. Ja, das hätte sein können, ne? Oben ist noch so ein kleiner Ghost-Leviathan, ne? Das ist ein Stream und keine Demokratie. Ja, für den Stream kann ich es ja eh nicht schneiden. Den müsst ihr sowieso die ganze Zeit... Also, es an ihr geht. So, aber es will ja keiner. Also, ich jedenfalls nicht. Nee, aber man kann ja so eine relativ ruhige Rückfahrt kann man ja auch rausschneiden aus dem Video und dann sagen, ey, dann hätten wir ja noch 4 Minuten hinten dran klatschen können von irgendwas anderem oder sowas, ne? Oder 5. Wobei das nächste, was ich machen werde, ist halt eben die restlichen Pflanzen eben schnell aufzusammeln. Das kann so schwierig nicht sein. Ich weiß eigentlich, wo ich die alle finde, glaube ich. Pilze finde ich vor der Tür. Pilzproben habe ich sogar noch. Diese Augenstängel oder wie die heißen. Finde ich auf alle Fälle in dem nicht Dünenbiom, in dem, na, dieses Kare jedenfalls. Da kriege ich auf alle Fälle welche, das sind sehr viele. Und was war es denn noch? Ah, können wir jetzt gerade nicht gucken. Da müsste ich wieder außen vom Lenkrad runtergehen. Will ich gerade gar nicht. Wie ist es immer mit meinem Leben bestellt hier? Ach, das geht. Aha, Kurve. Alles klar, wir geben mal ein bisschen Gas. Fällt auf Schleichfahrt, immer für eine Überraschung gut. Ja, gut, das stimmt allerdings auch. Okay, und wenn wir dann die Pflanzen haben, machen wir uns das Enzym, kehren dann zurück zur, da unten. Ja, ja. Lass ruhig einmal überhitzen. Ich wollte schon immer mal die automatische Feuerlöschanlage hier nochmal in dieser Staffel zeigen. Habe ich bisher auch noch nicht getan. Ja. Könnte mal jemand auf YouTube an 3-2-1 Wellen notieren, bitte? Dankeschön. Ich würde mich sehr darüber freuen. Lass die automatische Feuerlöschanlage. Jetzt geht das hier dicht. Und jetzt wird die einmal richtig durchgespült. Ja, die Außenhülle wird natürlich nicht repariert dabei.
Da komme ich jetzt auch nicht durch, ne? Das ist hier wirklich zu gerade. Und da komme ich auch nicht rein. Das wird jetzt alles, da wird überall der Sauerstoff. Ja, im Chat auch. Das ist schön. Aber ich brauche später ein Video. So. Feuer gelöscht, Luftreinigung aktiviert. Und jetzt gehen die Türen auch wieder auf. So, und das Ding hat jetzt Cooldown, ne? Also, das dauert jetzt ein paar... What the heck? Das dauert jetzt halt so lange. Sei froh, dass du nicht geschnitten hast. Stimmt. Ja, stimmt. Wenn ich geschnitten hätte, dann hätte ich jetzt auch niemanden auf YouTube, der mir da ein 3-2-1 well mal ins Video beschreiben könnte. Ja, ganz ehrlich, ich jag das hoch und bis dahin habe ich es dann wieder vergessen irgendwie, ne? Wenn du es dir nicht irgendwo hin notierst und so. Dann ist das, siehste? Ja, aber so habe ich den wenigstens mal genutzt. Ist immer so schade, wenn man sich so teures Equipment einbaut und dann nutzt es nicht. Wenn du gewartet hättest, bis das Wasser dich voll macht, hättest du es nicht löschen müssen. Stimmt, genau. Man kann natürlich auch so viele Löcher ins Boot fahren, dass das Feuer automatisch gelöscht wird. Doch, das ist im Video. Ich nehme mir mal noch auf. Ich kann mich ja nicht dazu durchringen, zu schneiden. Das ist ja das Gute in dem Fall jetzt daran. Siehst du, man weiß nie, wofür es gut ist. Ich hätte jetzt eigentlich noch ein bisschen Hoffnung auf den großen Leviathan hier gesetzt, dass der da jetzt nochmal so ein bisschen mitspielt. Aber der hat wohl keine Lust heute. Mit Scheinwerfern siehst du auch nicht viel mehr, ne? Ja, das ist aber nichts Neues. Das wissen wir doch. Ich hänge irgendwo fest. Ah, jetzt war wohl hinten hing wahrscheinlich was dran. So, gucken wir mal eben hier. So, dann sind wir gleich zu Hause. Schweiß mal eine Runde, bevor du noch implodierst. Ach, das wird schon gehen. Find, der Große dürfte hier nicht mehr sein. Der hat sich ja irgendwie anscheinend wieder aufgelöst hier, ne? Kann man jemanden 3-2-1-Well hier notieren? Der war doch letztens nicht mehr da. Der war doch nicht mehr hier. Hör auf damit. Lass den Scheiß. Du frisst meinen Akku auf. Ich schmeiß jetzt einen Tauschkörper. Mittlerweile bin ich ganz froh, dass ich die Folge nicht rausgeschnitten habe. Das ist, man weiß nie, wofür es gut ist. Da hat man es doch wieder. Siehst du? Ja, okay. Wie war das? So eine Rückfahrt ist auch immer ein Garant für Sachen, die nicht passieren dürfen, ne? Oder? Gibst du, du machst das absichtlich. Nein, Joachim. Ich fahr ein bisschen den Smiley dahinter. Nee, als ich so oft wie ich schon schneller gefahren bin und es nicht gebrannt habe, hat jetzt. Kamikaze-Fische. Ich habe doch letztens den Großen gesucht, ob der noch da ist. Den habe ich dann nicht mehr gesehen. Hier kommt noch irgendwas angefahren, angeflogen, angeschwommen, meine ich. Ach, das könnte vielleicht einer von den Schockwelsen sein. Das wird es wohl sein. Ja, wir schweißen jetzt erstmal. Könnte hier so ein bisschen Oberhalt parken und dann passt das. Lan, ich wünsche dir auch eine gute Nacht. Ja, das muss warten, bis wir geschweißt haben. Lan, schön, dass du da warst. Lieben Gruß nochmal an Frau und Kinder. Und vielen Dank nochmal für den echt super knuffigen Geburtstagssong. Achso, an alle auf YouTube. Nein, ich hatte keinen Geburtstag. So. Der war nicht für mich, der Song. Aber trotzdem sehr schön. Handgesungen quasi. Oder so. Ist alles wieder heile, ne? Ja. Ob die sich hier wieder dran festsaugen, die Jungs und Mädels da? Ich weiß nicht, wir können die Akkus eigentlich mal aufladen. Wir können mal zwei rausnehmen. Mit normalen Batterien hätte ich die wohl stehen lassen müssen. Da gehe ich von aus.
Und das finde ich auch ziemlich, ziemlich krass. Das hätte ich nicht gedacht. Dass das so viel... 4000 haben die und... Wie können die denn alle so voll sein? Ja, aber die wären, also die sechs Akkus wären definitiv leer gewesen. Da wäre jetzt nichts mehr gegangen. Die wären definitiv die leer gewesen. So, du kommst da rein. Und dann nehmen wir hier noch eine Melone davon. Und hier pflanzen wir mal eben schnell wieder neue an. So, läuft. Dann können wir den Akku damit füllen und Skadi ist dir ebenfalls eine gute Nacht. Dann laden wir die schon mal. Was ist denn hier passiert? Okay, das gucken wir uns in der nächsten Folge an. Bis dann. Tschüss.